Für viele Jugendliche ist es eine der Fragen im Leben. Welchen Beruf möchte ich erlernen oder was möchte ich studieren? Wenn diese Entscheidung dann plötzlich vor der Tür steht, ist guter Rat zum Glück nicht teuer, wenn man sich beispielsweise an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit wendet. Und genau das tun wir jetzt mal. Simone Sander ist als Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit tätig. Was macht denn eine Berufsberaterin? Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus? Ja, das kommt so ein bisschen auf Ihren Terminkalender an. Also wir sind ganz, ganz viel unterwegs. Ich fange an in den 9. Klassen, dass ich Schulveranstaltungen, Klassenveranstaltungen mache in den allgemeinbildenden Schulen, habe regelmäßig Schulsprechzeiten, bin also ganz viel in den Schulen, habe aber auch ein Büro, mein Büro hier, in dem ich auch Beratungen mache. Das sind dann die Bürotage, die ich habe. Ich bin bei Arbeitgebern, führe da Gespräche, wenn vielleicht auch mit Ausbildungsstellen irgendwas im Argen ist. Ich bin im BITS, mache große Veranstaltungen dann auch für ganze Schulklassen, bin auf Elternabenden, auf Messen, ja, im Endeffekt immer unterwegs. Kommt immer darauf an, was der Terminkalender so sagt. Frau Sander, wo und wie können sich denn Jugendliche informieren, welcher Beruf zu ihnen passt? Da haben wir auch mehrere Möglichkeiten. Also grundsätzlich gibt es erstmal die, dass wir übers Internet ja eine Seite anbieten, die nennt sich Planet Beruf. Dort kann man für sich selbst einfach mal über einen Internet-Test, ist ein bisschen spielerisch, weil es eben auch auf 15-, 16-Jährige ausgelegt ist, einfach mal feststellen, wo liegen denn meine Stärken und was kommt da berufsmäßig für mich in Frage. Wir selber haben Fachdienste, wo wir auch mal einen Berufswahltest in Hildesheim anstoßen können, durchführen lassen können und auf die berufen dann. Grundsätzlich rate ich eigentlich immer, probiert's aus. Versucht Praktikumsbetriebe zu finden. Berufe sind so ein bisschen wie Essen. Ich muss sie kosten, um zu wissen, ob sie schmecken. Und letztendlich ist es so, dass ich nur über praktische Erfahrungen weiß, ist das wirklich der Job oder ist es der Betrieb, der zu mir passt, wo ich dann auch die nächsten 3 Jahre meines jungen Lebens verbringen möchte. Das ist der Punkt. Wenn in meinem Traumberuf gerade keine Plätze frei sind, können Sie mir bei der Suche nach Alternativen helfen? Ja, das geht auch. Also wir haben letztendlich ganz viel Informationsmaterial hier in der Agentur. Das ist auch ganz viel in den Schulen. Ich trage eine ganze Menge auch immer mit mir rum, wo es Alternativberufe gibt, die ich nachlesen kann. Wir haben eine große Datenbank über die Agentur für Arbeit, die nennt sich Berufe.net. Dort kann ich meinen Lieblingsberuf aufrufen und kann daraus auch Alternativen ableiten, gleich mit einer Verlinkung zu dem neuen Berufsbild. Machen wir mal ein Beispiel. Da möchte jemand Industriemechaniker werden. Industriemechaniker, das ist eine ganz gehobene Ausbildung. Die Konkurrenzsituation unter den Jugendlichen ist auch relativ groß, an so einen Ausbildungsplatz ranzukommen. Und dann kann man ja auch mal gucken, was wären Alternativen. Konstruktionsmechaniker, Werkzeugmechaniker, Feinwerkmechaniker. Kann man rausfinden über das System und hat dann sofort den Link, was macht denn ein Konstruktionsmechaniker? Was macht der denn anders als ein Industriemechaniker? Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, um dann mal auf andere Ideen zu kommen. Frau Sander, zum Schluss. Wenn meine Schulnoten jetzt nicht so toll sind, wie ich sie eigentlich für meine Pläne bräuchte, können Sie mir da auch helfen? Dann lösen wir die Probleme nacheinander. Dann sehen wir mal zu, dass wir die Schulnoten irgendwie verbessert kriegen. Entweder über einen weiteren Schulbesuch. Wenn das dann auch nicht funktioniert, dann versuchen wir es mal über eine bildungsbegleitende Maßnahme. Berufsbegleitende Maßnahme heißt es BVB, sagen wir dazu. Zum Beispiel, da kann man auch einen Schulabschluss nachholen. Man kann über die BBS ja auch sein Zeugnis verbessern, das ist auch eine Möglichkeit. Versuchen wir kleinschrittiger zu denken. Und wenn alles nicht hilft, gibt es häufig auch Berufe, wo man sagen kann, da steige ich mit einem vielleicht nicht so hohen Schulabschluss ein, mit meinem Hauptschulabschluss, kann, wenn ich dort eine gute Ausbildung mache, darüber meinen Realschulabschluss bekommen und ja dann wieder die nächste Stufe höher klettern, um meinem Wunschberuf näher zu kommen. Also Möglichkeiten gibt es da eigentlich immer. Die Berufsberatung hilft den Ratsuchenden auch durch den großen Dschungel an verschiedenen Lehrberufen, von denen es in der Region Hildesheim etwa 200 gibt. Auch beim Weg ins Studium hilft die Berufsberatung. In unserer Region zuständig ist Holger Gabatsch, der Ratsuchende kompetent und vor allen Dingen unabhängig berät. Herr Gabatsch, wie bekommt man denn Kontakt zu Ihnen? Ja, also ich stelle mich den Schülern vor. Das heißt, das passiert an den meisten Schulen, so auch hier in Eifeld im Gymnasium, in der 10. Klasse oder im 10. Jahrgang, muss man jetzt ja sagen. Das heißt, ich gehe in den 10. Jahrgang rein, stelle das Angebot der Berufsberatung vor, erkläre den Schülern, wie sie Kontakt mit mir aufnehmen und
zeige den Schülern auch einige Programme, die sie für sich nutzen können, wo sie sich über Berufe informieren oder wo sie ja so eine Art Selbsttest auch machen können, um zu erfahren, wo liegen meine Talente, wo liegen meine Interessen. Also das passiert eigentlich im 10. Jahrgang und dann gehe ich nochmal in ja, Ende 11 oder Anfang des 12. Jahrgangs, also ein bisschen kürzer vorm Abitur, und biete dann nochmal eine Veranstaltung an, wo ich speziell was zum Thema Studium sage. Insbesondere, ja, wie bewerbe ich mich für ein Studium, was ist ein Numerus Clausus, wie funktioniert das und so weiter. Herr Gabatsch hat bestimmt auch einen guten Tipp, was man selbst unternehmen kann, um das richtige Studium zu finden. Also erster Tipp, rechtzeitig sich drum kümmern, am besten rechtzeitig zur Berufsberatung, das heißt im Eifeler Raum, zu mir kommen. Und die zweite Sache, ja, einfach auch aktiv werden, selbst mal zur Hochschule hingehen, selbst mal gucken, was gibt es da für Internetangebote. Also ruhig die Scheu verlieren und sozusagen auch mal gucken, wie sieht die Welt außerhalb der Schule aus. Die Welt ist bunt, aber um diese Buntheit zu entdecken, muss ich selbst aktiv werden. Es lohnt sich also in vielfacher Hinsicht, die Berufsberatung der Agentur für Arbeit aufzusuchen. Auf geht's!